Hallo und herzlich willkommen zum ersten YouTuber-Advent. Advent, die Kerze brennt. Genau, Advent, ein Lichtlein brennt. Erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier. Nein, nur eins. Wir haben jetzt nur den ersten Advent. Ja, das stimmt, okay. Na, also, ne? Nicht ja, gut, ich verstehe ja schon. Ja, ganz ruhig. Ja, ich merke schon. Ja, herzlich willkommen zum ersten YouTuber-Advent. Wir dachten uns zur Feier des Tages. Das macht man so im ersten Advent. Natürlich im Tages. Natürlich. Ja, genau. Also bei uns ist noch nicht erster Advent, aber, ja. Aber natürlich geht jeder am ersten Advent feiern. Also, ja klar, wir feiern den ersten Advent doch. Und dachten wir uns, wir machen für euch ein kleines Spezial. Und ihr seht es ja gerade schon in der winterlichen Atmosphäre hier. Die Wüste von, was war das nochmal? Arabien, glaube ich, im Winter. Yay. Ja. Verbreitet auch so eine Stimmung. Aber wenigstens total. Die Musik im Hintergrund, also. Ja, die ja, jetzt also bei uns im Nachhinein. Ich weiß nicht, hast du schon laufen? Nein, ich hab's noch nicht laufen. Aber ihr werdet dann schön die Atmosphäre hören. Ihr habt's ja schon bei mir im Trailer gesehen, das wird so geil. Glaubt mir. Ich finde das so geil. Gut, wie wollen wir loslegen, West? Ja, ich würde erstmal sagen, wir definieren erstmal die Armee. Ich würde erstmal sagen, wir fangen an. Was haben wir überhaupt für euch geplant? Stimmt. Genau. Wir haben uns gedacht gehabt, zum ersten Advent ein schönes Geschenk. Und zwar eine 3 gegen 3 Schlacht. Die sieht man nicht allzu häufig auf YouTube. Eigentlich fast gar nicht. Schade. Aber dachten wir, machen mal für euch da ein paar schöne Schlachten nämlich. Und nichts ist besser als eine Schlacht in der Wüste, um die Weihnachtsstimmung anzuheizen, nicht wahr? Wortwörtlich anzuheizen, ja. Ja, genau. Wortwörtlich. Hier gibt's deswegen. Ja, genau. Aber ich kann ja schon mal vorwegnehmen, die nächsten Schlachten werden etwas weihnachtlicher mit Schnee. Genau. Dann werden wir auch mehr in Deutschland kämpfen oder Europa generell. Freut euch drauf. Ja, gut. Dann fangen wir mal an. Wen möchtest du denn vorstellen? Ja. Wisst ihr was? Ich mache einfach jetzt mal kurz meine Armee. Ich war Römer zu diesem Zeitpunkt, habe dreimal syrische Bogenschützen mitgenommen, plus sozusagen als Hauptlinie der Infanterie der Römer habe ich Evokati-Kohorten 5 Stück mitgenommen, an den Flanken jeweils Auxiliarkavallerie, mein Legatus habe ich natürlich auch, und halt sozusagen in dritter bzw. fast vierter Reihe, die Triarii als Supporteinheit auf der rechten Flanke, also zu meiner Kavallerie habe ich dreimal Auxiliarkavallerie plus einmal Prätorianische Kavallerie zur Motivationssteigerung. Jetzt darfst du kurz auf deine Armee zurückgreifen. Oh yeah, die klingt natürlich geil. Ich habe mit dabei Pontus als Nation gewählt, 6 verschiedene Pikiniere, nein, eigentlich alles dieselben, aber 6 Pikiniere mit dazu jeweils ein Hügelmänner-Trupp an jeder Flanke und dazu ganze 6-mal die unglaublichen Bogenschützen Pontus. Pontoses der Ponten. So, gut. Und zusätzlich dazu noch 2-mal pontische königliche Kavallerie, mein Gen ist auch einer, und insgesamt 4-mal Adelsblutkavallerie. Yeah. Naja, man kann die Pontos auch schön reden, ne? Genau. Das habe ich gerade versucht. Ja. Danke. Also die Römer sind geil, also egal, Pontos. Lassen wir das jetzt nicht so da stehen. Dann hat man an unserer Seite, das war ein Spieler, der heißt Poor Fucking Metal, eventuell kennt der eine oder andere bei mir den schon. Für Cornelius war das ein neuer, also du kannst ihn ja vorher nicht, ne? Nö, ich kannte ihn nicht. Genau, ist halt jemand von mir, mit dem habe ich früher viel Shogun Total War gespielt. Er hat Pyros gespielt, oder Epiros, wie auch immer man das aussprechen mag. Oder Epiros. Für den Einzelnen, manche sagen Pyros, ist im Endeffekt wurscht. Bei Rom an sich, Rom 2, ist er halt ein Anführungszeichen Anfänger gewesen, hat ein bisschen Kampagne gespielt und das war's. Und die Epiros, für ihn war das sozusagen ein bisschen Neuland, hat halt 4-mal Hopliten mitgenommen und dann halt zwischendrin königliche Peltasten. Ich glaube, die bringen einen Boni auf die Moral, ne? Ja, und ist auch verdammt stark im Nahkampf. Also man muss ehrlich sagen, die Armee ist nicht so schlecht. Nee, die ist nicht schlecht. Die ist sehr gut spielbar. Genau. An den Flanken hat er 2-mal Tureros Schwere. Als Support-Einheit sozusagen dasselbe, was Cornelius hat, als Hügelmänner oder ich halt als Auxiliar-Infanterie, ist je nachdem Motivel einsetzbar. In zweiter Reihe hat er Bogenschützen. Sind natürlich jetzt nicht so geil, aber auf jeden Fall okay, ne? Ja, schöne
Feuerfänger. Pfeilfänger. Genau. Das sind Feuerfänger. Ja, die fangen immer automatisch Feuer im Schlachtgefecht. Wie die brennenden Schweine aus Rom 1. Genau, die schickst du dem Gegner entgegen, da fangen sie an zu brennen. Genau. In hinterster Reihe ist seine Kavallerie, die besteht eigentlich, glaube ich, größtenteils aus Bürgerkavallerie. Nee, die hat es bis hinterherem Reiterei, Bürgerkavallerie, Bürgerkavallerie, Bürgerkavallerie und es bis hinterherem Reiterei. Jen ist das auch, ne? Nee, Jen ist vorne. Oh, der Jen ist vorne in vorderster Reihe. Mhm. Ja, kann man schon schön sehen. Ja. Dann gehen wir mal zum Gegner ein. Da sind zwei Römer. Jetzt suche ich mir einen aus. Und ich habe jetzt die Wahl zwischen Rom und Karthago. Wo fangen wir an? Wir fangen mal von uns aus links an. Nehmen wir mal den Römer. Oh, das hilft dir bestimmt viel weiter, oder? Was? Ich nehme jetzt den Römer. Oh ja. Ja, mach du mal. Ja, den Römer. Der hat insgesamt mit dabei. Ich sehe hier 6 Einheiten von ihm. Irre ich mich? Ja, ich täusche mich, es sind 7. Und es sind insgesamt 7-mal Ebo Kartigorde. Plus einmal Triarii an seiner Lenkflanke. Plus 4-mal syrische Auxiliarbogenschützen. Plus insgesamt 1, 2, 3, 4-mal Kavallerie, darunter 3-mal Auxiliarkavallerie und 1-mal Legionskavallerie. Und sein Gen dürfen wir nicht vergessen, der ist ein Legatus. Das ist korrekt. Ich bleib auch bei den Römern. Gehe dann nämlich direkt auf die rechte Flanke aus unserer Sicht. Der Feind, der mir gegenüber stand, der hat nämlich in vorderster Reihe 3-mal Triarii, in zweiter Reihe Veteranslegionäre. Ich muss es noch kurz vorwegnehmen, der hat nämlich auch Soki Extraordinarii. Davon hat er nicht nur ein Stück, davon hat er 3. Die hat er sich hier im Wald versteckt. Zusätzlich hat er in hinterster Reihe syrische Auxiliarbogenstützen 2 Stück. Ach, ich sehe gerade, er hat 4 Veteranslegionäre. Ich habe den einen gerade vergessen. Ja, und da hat da hinten nochmal Legionärskavallerie. Ich meine, davon hat er der aber nochmal 2 Stück, aber auch hier im Wald positioniert, wenn ich mich nicht irre. Und die numidische Kavallerie dürfen wir auch nicht vergessen. Stimmt, der hat nur numidische Kavallerie. Ja, ich hab den Hintergrund vergessen und natürlich auch den Legatus. Jo. Irgendwie so ein erstaunliches Phänomen, dass hier alle eine Glatze haben. Aber egal. Hä? Ja, Legatus? Nein. Die numidische Kavallerie haben alle Einheiten, also alle Männer eine Glatze. Entweder selbst rasiert oder angeboren. So wirkt es hier zumindest. Mützeglatze, ja. Mützeglatze, Schnee. Oh, passt zum Bergdent. Du Sau, du. Ja. Jetzt muss ich das Video als FSK 16 freigeben. Du Sau. Wegen Mütze, Glatze, Schnee. Ja, genau. Gut, kommen wir jetzt zum Karthager. Der hat auch was dabei. Insgesamt 3-mal keltische Söldnerbogenschützen in der ersten Linie. Ja, kretische Söldnerbogenschützen. Es tut mir leid, mein Lord. Ja, sei dir gerade noch verziehen. Gut, dann hat er noch insgesamt... sind es 8? Nein, es sind 9, oder? Ich kann nicht zählen, ich hab's verlernt. 1, 2, 3, 4, 9. 5, 6, 7, 8, 9. Ja, 9. 9-mal afrikanische Bikiniere, extrem viel. Das könnte das eigentlich schon fast mit 2 Armeen aufnehmen. Hat dafür aber auch eine dementsprechend beschissene Kavallerie. Also, ja, eindeutig beschissen. Karthagische Kavallerie insgesamt 4-mal plus 1-mal Adelskavallerie. Erstaunlich, dass er sich so viel leisten konnte, aber naja. Ja, soll so sein, gut. Ja, wir haben ja mehrere Reihen teilweise, also okay, du hast 2 Reich sozusagen nur gestellt. Aber ich habe zum Beispiel auch fast 3 Reich und hier der Römer hat ja auch hier auf der rechten Flanke. Ah, nee, ist auch nicht 3 Reich. Aber der... Ist schon krass, nee, ich bin extrem dünn, ich habe 3 Reihen. Und er hat wie viel Reihen Tiefe? Ich glaube 5 oder so. Ja, 6 Stück teilweise, aber in der Regel 5. Der hat schon ordentlich Dicke hier, der Karthager. Der hat einen ganz schön dicken. Ja. Gut. Ach so, der hat einen ganz schön dicken. Woher weißt denn du jetzt das? Kennst du den etwa persönlich? Naja, man hat da seine Mittel und Wege. So. Ich habe Kontakte zur NSA, mein Freund. Ach so. Pass auf, was du sagst, ja? Ah, das könnte mitgeschnitten werden. Ha, 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 ha. Ja. So, gut. Ich würde behaupten, wir können jetzt langsam anfangen. Ja, gut. Dann legen wir los. Du hast ja jetzt schon 40,55, ne? Ja. Jetzt nicht mehr. Nein, jetzt nicht mehr. Welche Zeit hast du? 14,52, aber drück mal auf Start. Die 3 Sekunden. Moment. Ich hab jetzt 14,52, ich hab jetzt angehalten. Okay, dann jetzt. Okay, ich hab's losgemacht. Yeah. Eine spannende Schlacht. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. So viel passiert auf einmal gerade. Ja. Gleichzeitig.
Naja, bis auf das jetzt ein bisschen klein Stückchen nach vorne gehst und den Kollegen Hippios, ja, naja. Jedenfalls die Leute gehen jetzt erstmal hier in die Position. Ich glaube, ich bin auch ein klein Stückchen in den Wald marschiert. Wir könnten aber mal die taktische Karte nehmen. Genau. Da sieht man eigentlich relativ gut, dass der Kollege oder unsere Feinde erstmal die Lage beobachtet haben. Ja, die haben einfach mal gar nichts gemacht. Ja, wir sind jetzt erstmal vorgerückt. Gut, wir sind aber auch nicht jetzt extrem weit momentan vorne. Wir haben uns jetzt erstmal nur ein kleines Stückchen näher ranbegeben, um ein bisschen Sicht zu bekommen. Hab jedoch, das muss ich jetzt sagen, auf meiner rechten Flanke bin ich jetzt etwas vorgerückt, um halt zu gucken, ob der Gegner hier irgendwas im Wald hat oder ob ich die Flanke fahren kann. Gleichzeitig geht der Epiros auch nach vorne, unser Kollege. Ich würde ja, der pusht doch ganz schön vor. Naja, wir pushen beide Gabel sehr auf die Flanke vor. Der Metal, also der versucht auch ein bisschen mit der Bürgerkavallerie ein bisschen hier zu locken, ne? Ah, ja. Jetzt in dem Moment kommt die karthagische Kavallerie zu mir, ne? Ja, ey, komm, ich will mitreden, ja? In dem Moment kommt die karthagische Kavallerie zu Mr. West. Nein, echt? Ja, wirklich! Oh Gott, genau jetzt, was ist da aufgetaucht? Was ist da aufgetaucht? Ich kann es nicht sehen, ich kann es nicht erkennen. Karthagische Kavallerie. Nein, 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 ist noch was. Ist im Wald rausgekommen. Suki Extraordinari. Jetzt sind es zwei. Ja. Die haben sich spontan vermehrt. Spontane Selbstvermehrung. Ja, das sind Einzeller. Die habe ich geteilt. Ja. Wie ist es nochmal? Ich glaube, Mitose und Meiose? Ach, ich habe im Bio nicht aufgepasst. Meiose und Meiose und Mitose. Also erst Mitose, dann Meiose. Auch meine Biolehrerin würde mich jetzt auspeitschen, hättest du das noch von mir gehört. Meinst du, das ist eine Meiose, ja, oder? Nee, Meiose. Meiose? Ich bin ziemlich sicher. Egal. Ja, der es weiß, soll es einfach in die Kommentare schreiben und mich verbessern. Der wird dann zum Senfautomaten. Ja. Yeah. Genau, steinigt hier den Cornelius. Klugscheißer. Ich habe heute mal im Fernsehen reingeschaut, Wörter des Jahres der Jugend. Hier, gönn dir und läuft bei dir und Senfautomat ganz vorne mit dabei. Ah. Was heißt ein Senfautomat? Ja. Weißt du es? Ein Automat, wo Senf rauskommt, keine Ahnung. Nein, das soll nichts anderes heißen als Klugscheißer. Aber ich frage mich, wie du auf so eine Idee kommst. Auf jeden Fall geil. Naja, jedenfalls, um das Spiel zu kommen, die aktivsten Elemente hier in dem Spiel sind momentan nur die Flanken. Der Metal begibt seine Kavallerie ordentlich in die Flanke von dem Römer. Wie nennen wir die jetzt eigentlich? Der linke ist Römer Nummer 1 und der rechte ist Römer Nummer 2. Sagen wir einfach, der bei dir ist ein Waldrömer, der andere ist ein Wüstenrömer. Das eine ist ein Wüstenrömer. Okay, der Wüstenrömer wird jetzt flankiert. Und gleichzeitig geht die karthagische Kavallerie jetzt endlich wieder auf Abfangkurs mit Epeiros, was mir jetzt... Oh, ich hab dich gerade gar nicht gehört. Gar nicht gehört? Ich hab gerade die Einheitensicht gemacht bei der Kavallerie, man hört dich einfach gar nicht. Nett. Ja, aber ich glaube, ich auch ganz gut so. Ja, aber da geht's schon langsam los jetzt hier. Die Kavallerie bewegt sich in Richtung Epiros. Er zieht seine auch jetzt wieder zurück. Ich würde aber fast behaupten, dass er mit seiner Kavallerie eigentlich gut Schritt halten kann. Aber ich schicke auch meine noch zur Unterstützung. Eigentlich müssten wir an der Flanke deutlich überlegen sein. Eigentlich. Gäbe es keine Probleme mehr. Eigentlich. Eigentlich ist immer so ein geliebtes Wort. Deine Kavallerie ist ja extrem stark gepanzert. Auf der linken Flanke, jedenfalls bei uns eben, hat sich jetzt ein bisschen normalisiert. Jetzt auf der rechten Flanke, wo ich jetzt bin, geht es langsam in die Vollen. Ja, die Bogenschützen beschießen sich jetzt auch schon, auch im Zentrum gleich. Ich bin ja auch zu dir vorgerückt, um dich in der Mitte zu unterstützen, da der Waldrömer ein bisschen pennen ist. Ja, aber er war immer noch bereit, eine Kavallerie loszuschicken in Keilformation. Ja. Da sind die mal gleich doppelt so lahmarschig. Am besten fand ich ja die Aktion vom Wüstenrömer, der Kavallerie, mit seinem Gen. Ja, warte. Ah, da, genau. Die war einfach nur göttlich. In der Mitte ist der jetzt hier gerade hier reinreitet, um die Bogenschützen hier wieder zu strecken. Ja, der war einfach nur göttlich. Das war so eine geile Aktion. Ja, ich sehe das gerade. Jetzt schon noch gerade ein bisschen wie selber. Ich
den wird geschossen von vorne und von hinten, egal ob Feind oder Freund. Ja. Mittlerweile geht es auf der linken Flanke mit der Kavallerie richtig los. Wobei ich sagen würde, das sieht eigentlich ziemlich eindeutig aus. Noch nicht. Also der hintere Teil, wo halt noch die Auxiliarkavallerie kämpft vom Wissen immer, sieht jetzt nicht so eindeutig aus. Würde ich behaupten. Ja gut, da kommt jetzt noch die Triarii dazu. Meine Adelsblutkavallerie ist auch da, aber am anderen Teil sieht es ziemlich eindeutig aus. Und da kommen sogar schon Toreos später dazu. Ich werde auf jeden Fall das Blatt wenden. Auf der rechten Flanke ist halt bis auf ein bisschen Geplänkel eigentlich nichts passiert. Jetzt fangen die erst noch an schon zu wanken. Also wenn die wegbrechen, dann ist doch generell der Kavalleriekampf geworden. Oh ja. Der Fuß ist jetzt so umzuziehen, unser Beschluss, was eigentlich ein bisschen fail war. Ja, das war ja, da nicht wirklich schlau. Ja, jetzt fliegen gebracht dadurch. Und wird auch noch in die Seite flankiert. Also das ist der Metal selbst gemacht. Also der unser Kavallerie gut gemeint. Ja. Ah, die Mitte ist jetzt auch ein bisschen... Naja, der ist sehr weit nach vorne gesetzt. Hätte man eigentlich... Also die rechte Kavallerie wäre jetzt ja eigentlich ideal gewesen da. Also beim Wüstenrömer. Ja, das stimmt. Gut. Das stimmt allerdings. Auf der rechten Flanke jetzt der Waldrömer wird jetzt vom... nee, der rückt jetzt vor und versucht jetzt mich anzugreifen. Aber wie man jetzt sieht, eigentlich nur einen kleinen Teil seiner Armee. Ja, das stimmt. Nein. Also eigentlich schickt er dir nur alles häppchenweise entgegen. Vor allem auch einen ziemlichen guten Ja, ich habe aber auch noch einen Teil als Reserve da gelassen. Hab jedoch jetzt auch schon gut da was entgegen jetzt gebracht. Ich glaube jetzt... Ja, zwei Evocati geworden. Und eine auch sehr... Ja, nee. Was er auch nicht checkt, ist, dass meine eine Kavallerieeinheit jetzt komplett hinter der ganzen feindlichen Linie sich befindet. Sehr schön. Ah, die karthagische Kavallerie freut dich auch da ein bisschen. Ja, aber die hatte auch keine Chance gegen alles. Nee. Kavallerie. Ah, die Kavallerie-Kampf ist immer noch weiter unten. Also, die linke Flanke. Ja, jetzt kommt auch die ganze Infanterie hinzu. Und die Bürgerkavallerie musste schon hart einstecken wegen der Triarii, glaube ich. Aber die Toreos-Speere blocken jetzt sehr gut ab bei den Schwertkämpfern. Also, die Legionäre werden jetzt auch voll gehindert. Wobei man auch sagen muss, dass er ganz schön bescheuert war, dass er direkt auf die Toreos-Speere losschickt. Na, stopp. Welche Zeit hast du gerade? Ich bin jetzt gerade bei 7-9. War es richtig. Gut, und jetzt auch meine Kavallerie komplett hinter der feindlichen Linie. Also, im Endeffekt läuft es bei ihm, also bei ihm kavallerietechnisch gar nicht gut auf der linken Flanke. Gucken wir mal wieder bei dir rüber, was gibt's denn da so? Kampf ist verloren für das gegnerische Team. Bis auch. Jetzt geht's auch los auf die Pikeniere schon mit dem Beschuss. Und die Hobiten stecken jetzt auch ein bei den, vor den syrischen Bogenschützen. Da hat Epirus ein bisschen gepennt, aber naja. Nach vorne. Gut, ja genau. Bei mir geht's los und wie man sieht nichts. Genau. Das ist alles pures Kuddelmuddel, die sich da unten betteln. Man sieht's jetzt hier nur, also. Die Einheiten kämpfen zwar gegeneinander, aber man erkennt nicht, wer gegen wen kämpft und was gewinnt. Irgendwie halt so ist halt warum, aber... Ich hab den gelben Rand, der Gegner nicht, aber wenn du das gegen ihn spielst, das ist doch extrem. Ja, das stimmt. Vor allem, was sich auch für ein Kuddelmuddel gebildet hat. Ja, teilweise bin ich hinter ihm, er ist hinter mir, ich bin vor. Aber muss ich halt so sagen, ja. Er hat halt einen großen Teil seiner Armee noch nicht im Kampf. Was daran halt im Vorteil verschafft, jeder ständig in den Flanken zu fahren. Die der aber gerade so, meine Kavallerie ist jetzt auch an deiner Flanke mittlerweile schon einmal rundherum. Und im Zentrum geht es jetzt auch langsam los. Der verpennt zwar den Angriff seiner Pikeniere, aber naja, soll mich nicht stören. Der verliert dadurch halt viele Einheiten. Ja, du gehst auch nochmal unterstützen. Karthager hat dann links auch nochmal das gepennt, dann ist es ganz leicht am Ding. Muss man nachher nach. Mittlerweile, also der Karthager hat auch einen ganz großen Fehler gemacht, denn jetzt, wo er seine Piken vorschickt, erstens lässt er sich tierisch viel Zeit dabei und ich kann die einfach niederschießen. Und zweitens macht er sich auch nicht breiter als ich, obwohl er sein könnte. Und deswegen kann ich ihn umfassen mit meinen Hügelmännern und mit meiner Italien, nicht Italien, der pontischen königlichen Kavallerie. Deswegen wird es schwer für ihn. Auf jeden Fall. Das ist zwar noch ein bisschen gegen. Und das rennt er einfach direkt in meine Pikel mit rein. Ich muss ja dazu sagen, Kairos haben wir jetzt gerade einen. Die lenken ein bisschen ab und der läuft jetzt unter ihm. Ich will wirklich nicht mehr tasten. Das ist sehr gut im Laufen.
Meine Hügelmänner helfen auch mal ein bisschen mit. Recht. Kommst aber wieder zurück. Ja, mein Jen ist auch schon ganz aktiv. Also, es ist auch gut, dass der Römer sich hinten an der Flanke verzettelt hat, wo die Kavallerie vor uns gekämpft hat. Der hatte einfach so viele Einheiten jetzt hinten stehen, die er nicht eigentlich jetzt woanders ganz bräuchte. Und der Karthager mittlerweile wird auch wieder gemetzelt hier. Man muss sagen, die karthagischen Pikeniere, also die afrikanischen Pikeniere, sind den gewöhnlichen Pikenieren, die ich jetzt hier habe und einsetze, deutlich überlegen. Normalerweise. Aber so wie er sie hier spielt, ist echt grottig, kann man sagen. Vor allem kommt jetzt meine Kavallerie komplett von hinten, alles ist bereit, um anzugreifen, also, naja. Ich gehe mal kurz hier, glaube ich, mal. Ich versuche mal hier was reinzugehen. Guck mal. Na, das ist ganz leicht am Laden. Ja, ich schlopfe mich dann irgendwie dran. Ja, okay. Jetzt. Der hat halt immer alles. Genau. Die halten wirklich lange durch. Meine zynischen Bogenschützen, die schießen schon die ganze Zeit in die Flanke und immer die schießen bei Captain Leute. Macht die natürlich extrem anfällig, ja, hier auch besonders im Rücken. Schöne Situation gerade bei mir. Also ich bin da ein bisschen in den Rücken vor. Der hat die vergessen umzudrehen. Deine Kavallerie fliegt jetzt gegen die Triarii. Können aber jetzt gut wieder in die Knie rein. Ja. Sieht sehr schön aus, ne? Ja, sehr schön. Auch ziemlich geplant geworden. Und durch gutes Teamwork ziemlich gut gehandelt. Also, das Spiel war von Anfang an unter unserer Kontrolle. Und das ist immer ein gutes Zeichen dafür, dass wir ein gutes Teamwork hatten. Also, da kann man sich nicht beklagen. Wir hatten konstant immer die Flanken aktiv offensiv betrieben. Konnten im Zentrum die Leute einfach beschäftigt, unsere Bogenschützen, hatten später auch eine Bogenschützübermacht gehabt, sodass sie auch ihre Infanterieübermacht gar nicht mehr ausspielen konnten. Denn infanterietechnisch würde ich sagen, waren sie uns haushoch überlegen. Auf jeden Fall. Anfangs. Auf jeden Fall. Haben Anfangs. Aber nicht ausgenutzt durch halt an so wie zum Beispiel beim Wald. Genau. Also der Waldrömer hat einfach nur Kuddelmuddel gemacht. Der Wüstenrömer hat seine Armee gesplittet und hat dadurch die Hälfte nur in den Kampf geschickt und später die andere Hälfte. Und bis da es losging, da war ich dann schon mittendrin dabei und hatte alles für ihn vernichten können hier. Weil ich mir jetzt gerade mal so ansehe, wie seine Legionäre da überall gesandwiched werden von Obliten und königlichen Peltasten. Und sich zwei Einheiten an einem Trupp aufhalten, das ist echt schlecht gemanagt, aber gut für uns, kann man sagen. Und da kommt auch schon meine Pikeniers-Infanterie zur Unterstützung mit dazu. Die Hügelmänner. Meine Bogenschützen auch, die Kavallerie auch, die Hügelmänner kommen auch. Die Hügelmänner könnten der Flanke, wenn sie wirklich da reinkommen, Schaden verursachen, ne? Flankentechnisch. Die Hügelmänner sind ziemlich gute Einheiten, wenn man sie richtig spielt. Hast du mich ja gelehrt quasi. Das habe ich von dir gelernt, um ehrlich zu sein. Und ich muss sagen, ich habe von den Hügelmännern jetzt schon seitdem, dass du mir erzählt hast, einige Male geschafft, auf über 200 Kills zu kommen. Also möglich ist es. Stimmt, ja, deiner hat schon 170. Ich war ein Wabespandamierchen da. Und nur deine. Ja, genau, hast du gut aufgepasst. Afrikanischer Blüten noch da stehen hat. Ja, aber es ist nicht schlimm. Jedenfalls der Waldrömer. Da habe ich ein bisschen gekannt. Ja, und der Wüstenrömer ist komplett umzingelt. Das Spiel ist gut geworden. Ja. Das ist ja nur eine Minute Spielzeit. Oh nee, das können wir jetzt in Echtzeit lassen. Übrigens ist mir noch eine Sache aufgefallen, das könnte dich vielleicht interessieren. Ich habe herausgefunden, wie genau der Waffenschaden zu berechnen oder einzusehen ist bei den Einheiten. Wenn du die Einheiten auswählst und dann auf diese kleinen Informationskarteien gehst, links von deinem Screen, dann siehst du da auch Waffenschaden. Wenn du da mit der Maus auf Waffenschaden rübergehst, also auf den Schriftzug Waffenschaden, dann zeigt er dir an, wie sich der Waffenschaden aufgeteilt hat in Grundschaden und Rüstungsbrechnerschaden. So sieht man zum Beispiel, dass die Hügelmänner einen Grundschaden von 16 haben und einen Waffenschaden von 10. Ich war schon Rüstungsbrechen, Schaden von 10. Moment. Das ich muss jetzt mal ganz kurz. Hügelmänner, bitte. Ich muss ja den Hügelmänner halten. Ich muss. Ich zeig's dir nachher nochmal. Bei mir konnten zwei Leute gerade sehen. Ja. Wie sich das dann aufsplittet. Ich weiß nicht, wie ich das dann halten kann. Hier auf der linken Seite. Naja, nicht ganz so gut gemacht im Spiel, muss man ehrlich sagen, aber. Ja. Scheiß drauf. Kommen wir jetzt zu den Statistiken, die wir doch jeder sehen, nicht wahr? Du doch auch. Du hast doch 15 Sekunden?
Oh, bei mir ist schon vorbei. Oh. Das werden wohl die Lecks sein, aber ist doch egal. Ja, dann hat er 26 Schaden in der Halt. Und nur mal so als Randinformation, Elite-Axtkämpfer wie die katilischen Axtkämpfer, die Armenien hat zum Beispiel, oder Kolchis, die haben exakt denselben Waffenschaden. Also prinzipiell sind die Hügelmänner nicht schlecht, wenn man sie richtig spielt. Wirkt nur ab, total gegen irgendwas kämpfen. Genau, man sollte sie immer als Verstärkungseinheit benutzen. Nein! Oh. Meinst du die Statistiken oder wie? Ja. Ach nee, die sind von vornherein gar nicht gekommen, fällt mir gerade auf. Oh. Ach, schade. Ja. Oh, schade. Ich hätte dir so gerne die Statistiken gezeigt. Aber okay. Ihr habt ja gesehen, wie es endet. Ihr habt ja gesehen, wie meine Hügelmänner abgeschnitten haben. Und ich hab dir auch gesagt, das Replay ist korrupt gewesen, mein Freund, wegen der Map. Davon kommt nämlich sowas. Aber egal. Was? Ja, wegen der Map. Die war ja nicht ganz korrekt. Ich meine, die war... Nee, da war leichte Abänderung an der linken Flanke, aber ist egal, darüber müssen wir jetzt nicht diskutieren. Ich glaube, das interessiert euch nicht. Oder? Okay. Oder? Nee, oder? Nee. Gut, okay. Ja, also prinzipiell hat ja meine Hügelinfanterie ganz gut abgeschnitten, meine Piken haben gut abgeschnitten, meine Bogenschützen und meine Kavallerie auch. Alles gut, aber nur zu perfekt. Wie sah es bei dir denn aus? Welche Einheiten sind bei dir besonders herausgestochen? Bei mir war das auf die recht geeignet, weil halt. War eigentlich viel den Ausgleich mit dem Schießen etc. Wichtig unterstützen konnte in der Mitte am Anfang. Ja, sowas ist schon mal eine gute Sache. Und so wie ich es gesehen habe, hat der Epirus den deutlichen Vorteil halt gehabt mit den königlichen Peltasten später. Die haben sich wirklich ausgezahlt. Ja, auf jeden Fall. Genauso wie seine Kavallerie halt sozusagen als Vorteil der Peltasten. Genau, das stimmt. Was man aber sagt, ist eigentlich mehr Fehler. Ja, das stimmt auch wieder. Aber wir schreiben es einfach mal in Griechen zu. Genau. Den wollen wir ja auch nicht kleiner Rieter sagen. Genau, wir wollen ihn loben dafür. Hast und fein. Ich. Genau, ganz, ganz fein. Und ich würde auch sagen, in dem Sinne kann man auch unseren ersten YouTuber-Advent beenden. Ja. Wir sehen uns dann in einer Woche wieder. Genau. Am nächsten zum zweiten Advent. Schöne Vorbereitung. Deine. Genau. Immer schön fleißig Adventskalender jeden Tag öffnen und Schokolade essen. Und die Adventskerze danach öffnen. Genau. Nach diesem Video dürft ihr eure Adventskalender, die erste Kerze anzünden. Erst wenn ihr dieses Video gesehen habt. Jeder von euch hat sonst vorher 7 Jahre schlechten Sex. Also, hä? Das sagt am Ende des Videos. GG. Ja. Na gut. Gut, ich hoffe, euch hat es gefallen. Ihr bekommt noch mehr von uns zu hören. Und das alles genau in einer Woche. Ciao, bis zum nächsten Mal. Ciao.